Hallo und herzlich willkommen zurück bei Assassin's Creed 2. Sogar muss ich mich jetzt erstmal dran gewöhnen, dass es denn jetzt 2 heißt. Können wir eigentlich schon hier hochklettern? Ah, das klappt schon, guck mal. Ui. Geht besser als letztes Mal mit dem, oder im vorigen Teil von Assassin's Creed mit Altair. Jetzt haben wir ja Ezio Auditore schon kennengelernt in der ersten Folge. In der letzten Folge, die wir hatten. Und jetzt geht's weiter. Wir hatten ja schon mal hier einige niedergerungen. Und jetzt reden wir mit, wie hieß der gleich? Irgendwie hat schon Namen gehabt. Schnell, Ezio. Je eher wir beim Doktor waren, desto eher können wir schlafen. Und der andere erst. Was? Und der andere erst. Federico zum Arzt, zum Doktor folgen. Akzeptieren. Ist ja alles noch so etwas Tutorial und Einführung. Italien ist schon schön, ne? Also, geiles Setting, muss man sagen. Ich bin schneller als du. Ich weiß bloß nicht, wo es... Ach, hier unten. Ah. Frisch gefangene Igel! Wer braucht ein... Bentrovato, Dottore. Die Brüder Auditore. Warum bin ich nicht überrascht? Ihr seid ganz schön zugerichtet, junger Mann. Es ist nichts, ehrlich. Ihr müsst ihm helfen. Das hübsche Gesicht ist alles, was er hat. Affottiti. Schön. Das war's auch schon und jetzt verschwindet ihr. Grazie. Der Arzt hat auch hübsches Gesicht. Das sind natürlich Pestmasken, was die haben. Das sollte vor Pest schützen. Aber ja, hat's natürlich nicht. Da waren immer so Öle drinne und schnabelförmige Gasmaske. Genau, Pestanzug. Das sollte vor der Pest schützen. Da waren natürlich solche Kräuter und so Zeug drin, dass die Pest nicht durchkommt, aber das klappt natürlich nicht. Ich habe übrigens auch so eine schöne Maske, weil ich war ja vor kurzem erst Venedig, war sehr schön gewesen. War sehr schön. Und da habe ich auch mal so eine mitgebracht. Und noch eine richtige Karnevalsmaske. Kommen wir auch noch dazu, hier in Assassin's Creed. Herrliche Nacht. Allerdings. Warte mal, Entschuldigung, aber ich nehme natürlich so viel mit, wie geht. Ich scroll einfach mal hier runter, ne, so. Wen denn das interessiert, kann das einfach mal durchlesen. Sie wären alle so schön. Doch, warte, sie sind's. Wir sollten nach Hause, Ezio. Vater wird sich schon wundern, wo wir wohl bleiben. Ja... Ich bekäme lieber keine Standpauke. Ein kleines Rennen, hä? Wohin? Zum Dach dieser Kirche. Ui. Ein Rennen auch noch. Geschwisterrivalität. Ein Rennen gegen Federico gewinnen. Ja, machen wir jetzt einfach mal. Dann auf drei. Uno, due, tre. Warum denn? Ich bin doch gleich oben. Ich schäme mich fast ein bisschen. Alter. Oh, Versagen ist keine Schande, Bruder. Ah, hier vorne. Schnell. Ja, souverän. Komm jetzt, hier entlang. Wohin gehst du? Wart ab. Mach geil auf die Kirchen springen. Also ich möchte schon hier hoch. Ach, hier geht's nicht. Dann klettern wir einfach mal mit hier hoch. Und schon sind wir auf dem Dach. Wir leben ein gutes Leben, Bruder. Das Beste möge es sich nie ändern. Und möge es uns nie ändern. Ubisoft präsentiert Assassin's Creed 2.
Herzlich willkommen auch beim Let's Play. Noch einmal. So, genug davon. Wir sollten wirklich nach Hause. Gehen wir. Warte. Was? Ezio, lass Christina schlafen. Dafür bleibt schon genug Zeit. Nachher. Nachttrunk. Der schönen Christina Vespucci einen Überraschungsbesuch abstatten. Akzeptieren. Würde ich gerne machen. Falls denn keine Umstände macht. Und wir synchronisieren aber erstmal. Wie aus dem alten Teil schon bekannt. In anderen Teilen, die wir aber auch noch spielen werden, natürlich. RT und A halten und dabei LS nach vorn bewegen, um zu springen. Ja. Geil. Cazzo, Vieri. Ich verstecke mich besser. Ja. Sucht weiter! Er kann nicht weit gekommen sein. Sucht er jetzt hier drin nach? Die Symbole für den sozialen Status kennzeichnen die Gefahrenstufe und die Position der Feinde. Sie können sich in einen Heuballen, in einem Brunnen oder in Dachhütten verstecken. Das kennen wir ja noch alles. Es gibt hier natürlich auch viel weitere Sachen hier. Maler, Kunstwerke, alles Mögliche. Oh, die sind auch fein angezogen. Christina! Christina! Wer ist da? Ich! Ezio, ich hätte es wissen müssen. Darf ich reinkommen? Gut, aber nur eine Minute. Mehr brauche ich auch nicht. Ich weiß. Warte, das meinte ich eigentlich nicht. Ja, komm. Komm her. Oh, Ezio. Oh, Ezio. Christina! Christina! Wach auf! Dein Hauslehrer kommt bald. Komm, meine Tochter. Ist es denn wirklich so schlimm, dass... Filiodulcane, was soll das? Perdonate, Messere. Bitte verzeiht. Ich bring dich um! Ach, bitte. Das ist nicht nötig. Wache! Wache! Bringt mir seinen Kopf! Oh, Scheiße. Es gibt absolut keinen Grund für Gewalt. Was hat er gesagt? Doch. Oh. Renn. Ihr verwechselt mich mit jemandem. Ich sprinte ja. Sie brauchte Hilfe bei Kamasutra, genau. Ich bin quasi unschuldig. Renn. Hier unten sind grüne Punkte, können wir uns hier hinsetzen. Jawohl. Rennen sind jetzt verfügbar. Alter, das möchte ich gar nicht rennen. Ab jetzt können Ärzte Wunden heilen. Ach, wunderbar. Brauchen wir das? Nö, brauchen wir nicht. Ich drücke, um Medizin auszuwählen. Flucht erfolgreich. Jetzt sind sie anonym. Wenn die Wachen sie aus den Augen verlieren, untersuchen sie ihren letzten bekannten Aufenthaltsort. Gelber Kreis. Ach, Medizin haben wir jetzt keinen. Wollen wir gleich mal eine mitnehmen? Ich habe traditionelle Vielleicht Mittel geht das ja. Jetzt heilen. Vollständig gesund brauchen wir jetzt nicht. Apothekenbedarf, Medizin.
Haben wir das jetzt? Haben wir so viel Geld gehabt? Macht's gut und gute Besserung, Amico. Danke, danke. Ich bin eigentlich schon gesund, ist nur zur Vorsorge. Ich habe auch Überhang aus dem Lager der Schmiede meines Bruders. Schmiede. Wer jetzt das wieder durchlesen möchte, kann das gern machen. Jede Renaissance-Gemeinde braucht einen Schmied. Schwerter, Schlösser, Pfannen, Messer, Nägel und Rüstung wurden alle aus Metall hergestellt und wollten bearbeitet werden. Zusätzlich kam es in der Renaissance zu einer Blüte architektonischer Schmiedearbeiten, als die Zunft begann, ihre praktischen Fertigkeiten und Erschaffungen von Kunst zu widmen. So, also auch mehr gibt's hier gar nicht. Na gut. Attraktiven Preisen. Einkaufen, reparieren. Wir haben gar keine Rüstung. Rüstung nicht auf Lager. Da hat er überhaupt was, Alter? Das geht also, Naja, ich kann ja nicht alles auf Lager. Ja, du kannst auch den Laden zumachen, wenn du nichts hast. Wenn ich bloß eine Münze für jedes genau, dass du den Laden zu hast. Schneider, können wir jetzt auch mal durchsuchen hier. Ist das jetzt viel? Nö. Unter den Händlern der Renaissance gehörten Schneider zu einer neuen Mittelklasse. Sie wurden nun gut bezahlt dafür, dass sie die Reichen nach der neuesten Mode einkleideten. Vielen gelang es aufgrund des intimen Charakters ihrer Arbeit eine enge Beziehung zu ihren Kunden aufzubauen und lang anhaltende Bindungen zu schaffen. Uiuiuiui. Wurden wohl auch Latexherstellungen gemacht, oder wie? Meine Kunst hält ein ganzes Leben. Beutel? 3000! 6000, Alter! Was? Mann, was ist das denn, Alter, hier? Kleider färben. Bonus-Kit. Ja, nehme ich mit, wenn das Bonus ist. Warum denn nicht? Bene, bis zum nächsten Mal. Natürlich nehmen wir das dann mit, ne? Ah, und hier vorne ist schon die nächste Mission. Palazzo Auditore. Das viel jetzt? Nö, der Palazzo Auditore wurde 1473 fertiggestellt und besticht durch seine rustikalen Steinmetzarbeiten natürlich und römischen Pfanden. Ach Alter, was ist denn heute schon wieder los? Wandpfeiler. Giovanni Auditore entwarf den Palazzo basierend auf Zeichnungen von Leone Battista Alberti selbst. Nach seiner Erbauung wurde der Palazzo einem Fixpunkt im Bezirk Maria Novella. Lorenzo de Medici erwähnte ihn einst in einem Brief aus dem Jahre 1474 an Giovanni. Hier erwähnte er seine Bewunderung für die Unaufdringlichkeit der Fassade. Um Gottes Willen, was ist denn heute los? Ist ja heute auch schon etwas später. Oh, und unser Vater erwartet uns schon. Oh, hallo, Papa. Giovanni Auditore. Also, jetzt kannst du wieder durchlesen. Ich möchte das hier gar nicht alles durchlesen, weil es einfach so viel ist, was hier eigentlich alles in die Datenbank reinkommt. Lorenzo war erleichtert und dankbar. Als Dankeschön finanzierte er Giovannis Palazzo. Ja. Das reicht aber nun. Oh, warte mal, hier vorne ist Kunsthändler, möchte ich auch nochmal reingucken. Bedenkt auch, wenn ihr ein oder zwei mehr trübt. Gemälde. Nicht auf Lager. Schatzkarte für 300 ist ja schon etwas viel. Ah, egal, dann nächstes Mal. Hier wird wieder geflucht. Hallo, Vater. Guten Morgen, Vater. Komm mit mir. Stimmt etwas nicht? Hältst du mich für taub und blind, Sohn?
Ich weiß alles über deinen Kampf mit Viera di Pazzi und den kleinen Besuch bei Christina letzte Nacht. Dein Verhalten ist untragbar. Es erinnert mich an mich selbst in deinem Alter. Ich nehme an, dass deine Ausschweifungen deine Arbeit heute nicht behindern. No, Padre. Ihr habt mein Wort versprochen. Ich habe hier einige Dokumente für Lorenzo de' Medici vorbereitet. Du musst sie ihm überbringen. Ich eile, Vater. Komm wieder, wenn es erledigt ist. Okay. Lauf, Bursche. Giovanni ist wichtige Dokumente bei Lorenzo de' Medici abgeben. Machen wir natürlich. Der Vater ist cool. Ist der auch so ein Vater? Giovanni Auditore. Al magnifico Lorenzo de' Medici, mio protettore e amico. Ich tat wie verlangt und habe meine Untersuchung des Vorfalls in Mailand beendet. Ich kann bestätigen, dass es um weit mehr als nur Unzufriedenheit mit der Herrschaft von Duca Galeazzo Sforza geht. Ich glaube, dass andere Parteien, die nach weit größeren Gewinnen streben, die Dinge derart manipuliert haben, dass sie ihre Ziele erreichen, ohne sich selbst preiszugeben. Lampugnani, Olgiati und Visconti haben sich dieses Verbrechens schuldig gemacht. Keine Frage. Und sie haben die passenden Partner für ihren Verrat gefunden. Aber viele andere adlige Familien sind unter Verdacht. Unter anderem auch unser Francesco de Pazzi. Ihr Ziel und ihr Motiv sind mir noch nicht klar. Aber erste Funde deuten einen Plan an, dessen Ausmaß euch sicher beunruhigen wird. Am besten führen wir dieses Gespräch unter vier Augen weiter, da ich zögere, meinen Verdacht aufzuschreiben. Antwortet mit einem Ort und einer Zeit. Ich werde euch dort treffen. Außerdem habe ich den Gonfaloniere befohlen, Francesco so lange festzuhalten, bis wir die Sache geklärt haben. Vertrauliche Grüße, euer Giovanni. Das ist cool, dass das hier vorgelesen wird, muss ich es nicht machen. Weil ich das ja sowieso so gerne mache. Achso, wir sollen uns vor den Feinden von Ezio fernhalten oder achten. Welch unglaubliche Preise ich euch biete. Ja, ich habe aber bloß kein Geld. Hoffentlich bekommen wir dann Taschengeld. Da vorne ist schon ein Aussichtspunkt schon wieder. Möchte ich gerne mal mitnehmen erstmal. So, wo war der hier, ne? Also, hier irgendwo muss der sein. Alter. Aber hier geht's hoch. Das Italien, das ist ja so schön irgendwie. Boah, Alter. Krass. Hier, die Stadtmauer nach außen rum. Au, Kopf eingestoßen. Ah, au, ah. Nicht in öffentlichen Gewässern. Vergesst nicht, das Gerben ist grundsätzlich nur außerhalb der Stadtgrenzen erlaubt. Na sowas. Ey, Oh, das geht auch. Fallen lassen. Gut. Fallen lassen. Guten Tag. Ah, Ezio, ben trovato. Wie geht es euch? Wie immer. Ich habe einen Brief für Signor Lorenzo. Ich werde ihn überreichen, sobald er wieder da ist. Wieder da? Sie sind zur Villa Careggi, tut mir leid. Und Sie werden nicht vor morgen zurückerwartet. Ich werde es ausrichten. Zu Giovanni zurückkehren.
Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Fuck, 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 fuck. Ihr seht mich nicht, ihr findet mich gar nicht. Ihr findet mich einfach gar nicht. An alle respektablen Mitglieder der Arte del Cambio, der zweijährliche Kongress wurde wegen rechtlicher Bedenken verschoben und beschäftigt. Huch, Entschuldigung. Ja, sorry, ich hab ich doch gemacht. Okay, und das machen wir aber dann erst in der nächsten Folge, den Brief übergeben. Mal sehen, wie lange das sich hier halten kann. Okay, also, ne, bis dahin. Tschüss.